Also die Reallöhne sind in Deutschland um 6% gefallen seit dem Hoch. Das war der stärkste Rückgang der Reallöhne seit dem Zweiten Weltkrieg. Also diesen harten Kurs der Bundesbank, den gibt es meines Erachtens nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch mit weiteren Inflationswellen rechnen. Die werden nicht verhindert werden von Zentralbankseite. Ich würde die Edelmetalle bevorzugen, in denen historisch gesehen die Sparer ihr Geld vor Inflation und Geldentwertung oder auch vor Bankrotten schützen. Liebe Freunde, es heißt, wenn du die richtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt tust, dann bedeutet das meistens Schmerz. Einer der größten Investoren aller Zeiten ist ein Gentleman namens Warren Buffett, den die meisten weltweit kennen. Und der sagte irgendwann mal diesen Satz: Wir können nur sehr schlecht bestimmen, wann eine Aktie oder ein Investment der richtige Augenblick ist, einzusteigen. Aber was wir sehr, sehr gut können, ist präzise zu bestimmen, ob eine Aktie oder ein Investment gerade über- oder unterbewertet. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der genau den ersten Teil der Aussage von Warren Buffett widerlegt und mit einem Tool, was herausgefunden hat in den letzten Jahren, namens Seasonax, etwas in die Welt gebracht hat, was so herausragend außergewöhnlich ist. Ich kenne ihn mittlerweile seit mindestens 2-3 Jahren, er mich noch nicht ganz so lange, und habe seine Arbeit lange im Hintergrund verfolgt. Und das, was er geschafft hat zu erkennen, ist das, was wir in dieser Welt bereits kennen, dass alles auf diesem Erdball in Zyklen funktioniert. Wir atmen ein, wir atmen aus, es gibt die Ebbe und es gibt die Flut. Die Pflanze geht nachts zusammen und morgens, wenn die Sonne kommt, geht sie wieder auf. Und genauso ähnlich atmet auch die Börse. Mal geht es rauf, mal geht es runter. Und das gilt für diverse Rohstoffe, Investments, Krypto und so weiter. Und ich freue mich umso mehr, dass er heute da ist. Mehrfacher Buchautor, ein Mensch, der sich mit der Manipulation in der Wirtschaft sehr, sehr gut auskennt, der genau weiß, was ihn mit dem Goldpreis künstlich gemacht wird da draußen, damit wir Menschen das Gefühl haben, dass wir in einer stabilen Wirtschaft leben. Er ist Autor von dem Buch Die größte Finanzblase aller Zeiten und beschreibt darin ganz genau, wie ungesund unser aktuelles Wirtschaftssystem ist, wie überschuldet wir tatsächlich sind und was sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten Zeit auf uns alle zurollt, unausweichlich, und wir einfach nur diese Blase vor uns die ganze Zeit schieben und diese einfach nur größer wird. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dimitri Speck. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle Zuseher und Zuseherinnen. Dimitri, du bist ja auch Fondsmanager gewesen, hast dort Handelssysteme, also Software geschrieben für Computer, wurde es auch ausgezeichnet. Wie kommt man dazu, sich damit zu interessieren oder damit auseinanderzusetzen, was da in der Wirtschaft los ist, und auch die kritischen Fragen zu stellen, wie beispielsweise, dass wir komplett überschuldet sind, aber die meisten das nicht wahrhaben können? Bist du vom Typ her einer, der seit der Kindheit immer Dinge hinterfragt hat, oder warst du schon immer ein Tiefgänger, der gesagt hat, das, was auf der einen Seite ist, kann nicht dauerhaft auf der anderen Seite ausgeglichen werden? Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich irgendwie eine Art Charakterzug, der schon in der Kindheit angelegt wurde. Das heißt, ich bin jetzt nicht kritisch in dem Sinn, dass ich wirklich alles negiere oder so. Es gibt ja solche Menschen, das ist bei mir keineswegs der Fall. Aber ich habe ein Gespür für Dinge, die unrund sind, die nicht stimmen. Also wenn mich jemand belügt, dann beschäftigt mich das eine ganze Weile. Manchmal komme ich nach Wochen drauf, hoppla, das war eine Lüge. Um nur ein Beispiel aus dem Alltagsleben zu benennen. Und bei der Wirtschaft ist es auch. Da habe ich mich eben lange gefragt, was nicht stimmt. Und dann sind wir beim großen Zyklus. Das ist eben der hohe Schuldenstand, der immer weiter wächst, immer stärker wächst als die Wirtschaft. Das kann meines Erachtens nicht auf Dauer stabil sein. Aber es gab eben auch kleinere Zyklen, die mich als Anleger interessiert und fasziniert haben. Und das war als erstes der Jahreszyklus. Also so wie eben das Wetter eben seine Zyklen hat, so hat auch die Börse ihre Zyklen. Das bekannteste ist der Unterschied zwischen Sommer- und Winterhalbjahr. Sell in May and go away. Also das Winterhalbjahr war stärker als der DAX insgesamt zum Beispiel. Und das Sommerhalbjahr hat gar nichts gebracht. Im Mittel über die letzten, wie viele Jahre?
50 Jahre oder so habe ich das mal untersucht. Also das sind so Zyklen, mit denen ich mich befasst habe, aus unterschiedlichen Gründen. Und es geht eigentlich immer darum, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja, im negativen Sinne beim langen Zyklus, dass wir eben überschuldet sind. Im positiven Sinne, dass die Märkte eben nicht effizient sind, sondern eben in Zyklen, Jahreszyklen sind und was man halt als Anleger einfach ausnutzen kann. Mhm. Und einer, der mit Zyklen sehr, sehr stark auseinandergesetzt wird, also es gibt ja da zahlreiche unterschiedliche, eine, der mit am meisten Wertschätzung auch bekommt, allerdings auch immer noch viele Menschen nicht kennen, das ist der Kondratjew-Zyklus von Nikolai Kondratjew, einen Mann, der in Sibirien in einem russischen Gefängnis dann auf den Tod gewartet hat, weil er damals Inhalte und Informationen preisgegeben hat, die der Regierung überhaupt nicht gefallen haben und gleichzeitig über zahlreiche Zyklen, die immer wieder, ich glaube alle 20, 30, 35 Jahre lang kommen und dann uns alle beeinflussen. Und jetzt könnte man natürlich, wenn beispielsweise jemand sein Geld vergrößern möchte, seine Haushaltskasse, was sehr, sehr oft passiert, dass Menschen einfach Geld in die Hand nehmen und sagen, ich glaube, das ist ein gutes Investment, eine gute Aktie, ein guter Fonds. Und dann tun sie die richtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt und kriegen Stress und Schnappatmung, weil die nächsten halbe, dreiviertel Jahr dann die ganze Zeit das genau gegen die läuft und vorher die halbes, dreiviertel Jahr zuvor genau gegenteilig lief. Und dann denken sie, das stimmt doch nicht, ich bin einfach ein Pechvogel. Was die meisten aber nicht begreifen, ist, dass es genau dort diese Zyklen gibt. Magst du mal so ein bisschen auf diesen Kondratjew-Zyklus eingehen? Weil das ist ja sehr faszinierend, was da alles möglich ist zu erkennen, wenn man die Makroperspektive betrachtet. Also das ist ein sehr langfristiger Zyklus, der nicht starr ist. Also es ist nicht so, dass die Aktien 30 Jahre steigen und dann 30 Jahre fallen oder die Konjunktur boomt 30 Jahre und dann crasht es oder so. Das kann man nicht sagen. Was ich in ihm sehe, ich sag's mal so, das ist, dass wir einen Aufschuldungszyklus haben, wo die Schulden stärker zunehmen als die Wirtschaft. Das habe ich ja schon angesprochen. Und meine These ist, dass diese Aufschuldung eben nicht unendlich lang dauern kann, sondern dass wir dann wieder einen Entschuldungsvorgang bekommen. Und das so interpretiere ich sozusagen mit meinem heutigen Wissen diesen Kondratjew-Zyklus, der damals in Russland kritisiert wurde. Du hast es ja schon erwähnt, er wurde auch verfolgt, weil er nicht den endgültigen Untergang des Kapitalismus vorhergesagt hat, sozusagen, wie es der Doktrin entsprach, sondern eben, dass es rauf und runter geht. Und das konnten wir ja in der Wirtschaftsgeschichte und an der Börse auch immer wieder sehen. Ja, also wir konnten den Aufschwung der 20er Jahre sehen, dann den großen Börsencrash. Wir konnten den Aufschwung sehen, zum Beispiel in Japan an der Börse in den 1980ern und seitdem, das sind ja jetzt 40 Jahre, ging es auch abwärts dort. Das sind also ganz lange Zyklen, die wir an den Märkten haben. Und wie ich finde, eben der wichtigste Zyklus, weil er eben auch die Wirtschaft betrifft, ist die Aufschuldung. Wir haben Jahrzehnte der Aufschuldung und dann haben wir irgendeine Form der Entschuldung. Ja, das kann Crash sein, das kann eine sehr starke Inflation sein. Und das sehe ich als den langfristigen Zyklus, der uns am meisten betrifft und der meines Erachtens auch uns als Anleger betrifft, also als Menschen, ja, weil es eben unser gesamtes Umfeld betrifft, ja, und als Anleger, weil die Anlageklassen, die gut laufen, sich verschieben. Also wenn wir eine inflationäre Phase haben, zum Beispiel zur Entschuldung, dann sind es eher rohstoffnahe Werteaktien. Wenn wir eine Aufschuldungsphase haben, dann können es zum Beispiel Technologieaktien sein, wie wir es in den 2010er Jahren gesehen haben. Ja, also das sind so Zusammenhänge, die betreffen die Anlage, aber auch die gesamte Wirtschaft. Also in der Aufschuldungsphase fühlen sich alle Menschen reicher. Das wird oft übersehen, weil Schulden bedeutet immer auch Guthaben. Das ist ja das Gegenpol. Und wenn der Staat stark verschuldet ist, dann haben die Bürger, vor allen Dingen die reichen Bürger, mehr Geld. Ja, und das beeinflusst die komplette Psychologie. Und wenn wir entschulden, dann haben wir so eine Art Krisenstimmung. Ja, das sind so Aspekte, die in diesen langen Zyklen drinstecken und die sehr vielschichtig sind, sehr spannend sind in meinen Augen. Und da sind wir, vermute ich, in der Übergangsphase eben hin von der Aufschuldung hin zu einer Entschuldung, Überinflation. Mhm.
Könntest du das mal für Menschen, die nicht so bewandert sind und in den letzten Jahrzehnten mit der Wirtschaft direkt zu tun hatten, mal übersetzen? Also, wo stehen wir im Hier und Jetzt? Was bedeutet das konkret für die Menschen, die jetzt gerade Jobs haben, einkaufen gehen, in Supermärkte nach Hause kommen? Und was steht möglicherweise vor uns, was die meisten gar nicht so ahnen, weil die denken, oh super, die Inflation ist gerade am sinken. Scheinbar geht die Wirtschaft wieder drauf und merken gar nicht, dass da eine riesengroße Blase vor sich geschoben wird, die dann irgendwann mal platzen muss. Also wenn die Schulden hoch sind, wenn es also viel Schulden gegenüber der Wirtschaftskraft, also was wir jährlich produzieren, gibt, dann heißt es, dass, ja, wenn es, wie gesagt, ich halte den Zustand dann einfach nicht für stabil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach immer weiter wachsen. Das hat es in der Geschichte auch noch nie gegeben. Und wenn wir jetzt, was ich vermute, eine inflationäre Entschuldung bekommen und eine erste Inflationsphase hatten wir ja, dann bedeutet das, dass zum Beispiel das gesamte Preisniveau 10, 20, 30% höher ist. Ja, das war ja jetzt auch so. Und die Schulden aber, die bleiben ja gleich. Also die Staaten entschulden sich dadurch. Deswegen lieben sie auch die Inflation. Ja, aber die Sparer werden enteignet und bei uns war es auch so, auch der arbeitende Bürger wurde enteignet. Also die Reallöhne sind in Deutschland um 6% gefallen seit dem Hoch. Das war der stärkste Rückgang der Reallöhne seit dem Zweiten Weltkrieg. Das wissen die wenigsten. Also es hat unmittelbare Effekte auf alle. Das betrifft natürlich manche Menschen mehr als andere, auch klar. Aber das sind ganz wichtige Zyklen, die meines Erachtens, wie gesagt, auch die Psychologie beeinflussen. Also die Haltung, die politisch, die Haltung, die die Politiker haben, die die Gesellschaft hat. Und da sind wir, meine Vermutung, eben jetzt in die Inflation gekommen. Die haben wir schon gesehen, die erste Inflationswelle. Und wenn wir die Geschichte anschauen, sehen wir oft, dass Inflation in mehreren Wellen kommen. Also wir haben zum Beispiel in den 70er Jahren hatten wir drei Wellen. Ja. Das war nicht eine, es waren drei Wellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA hatten wir auch mehrere Wellen. Und ich vermute, wir kriegen jetzt auch mehrere Wellen. Und ich vermute, dass durch die Inflation dann der Schuldenstand sozusagen wieder zurückgeführt wird. Ja, also die Sparer enteignet werden. Der Staat als Hauptschuldner sozusagen kann die Schuldenlast leichter bedienen, weil es einfach weniger wird. Ja. Und wie es mit den Reallöhnen weitergeht, das ist noch ein bisschen offen. Bisher hatten wir in Deutschland einen starken Rückgang. Das ist aber nicht zwingend. In den 70er Jahren hatten wir eine Inflation, zum Beispiel keinen starken Reallohnrückgang, sondern die stiegen damals sogar. Ja, also das ist auch ein bisschen eine politische Entscheidung. Wenn du das jetzt gerade ansprichst, das ist politische Entscheidung, dann gibt es ja diese Zentralbanken in Europa, die Fed in Amerika. Wie sehr hängen sie mit der Politik zusammen oder versuchen sie komplett unabhängig von den Politikern, dass die Unternehmen nicht bankrott pleite gehen, weil die müssen sich ja auch refinanzieren bei der Bank Geld leihen, damit sie investieren können in Mitarbeiter, in Team, in Ressourcen? Also die Zentralbanken heutzutage sind sehr politiknah. Die Fed sozusagen war immer ein bisschen politiknäher als die Bundesbank damals. Die Bundesbank war auch nicht immer völlig unabhängig, aber schon ziemlich. Also die hat schon auch den Politikern manchmal auf die sozusagen den Politikern Schwierigkeiten bereitet. Das ist bei der EZB jetzt eher nicht so. Das heißt, insgesamt haben wir einfach eine politische Klasse, da gehören die Zentralbanken dazu. Da gehören aber eben auch die Politiker und die höheren Behördenleiter und so weiter dazu, die eher in Richtung Inflation tendieren und Geld drucken. Also diesen harten Kurs der Bundesbank, den gibt es meines Erachtens nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch mit weiteren Inflationswellen rechnen. Die werden nicht verhindert werden von Zentralbankseite. Dimitri, nimm uns mal ins Jahr 2025, 26, 27. Von dem, was du mit deinen Systemen ausgerechnet hast, also ich weiß, nicht jeder wird dich kennen hier bei uns, aber was ich weiß, ist, dass du seit Jahren, und ich kenne dich schon jetzt einige Jahre, immer wieder Dinge raushaust, wo ich mir denke, der Mann, der hat wirklich verstanden, worum es geht. Du hast auch ein sensationelles Tool gebaut in den letzten Jahren, zu Thema Saisonalitäten. Wo stehen wir 25, 26, 27 nach deinen Thesen? Und was könnte jemand jetzt schon,
jetzt Anfang, Mitte 2024 tun, um sich da besser aufzustellen, weil viele sagen, ich gebe mal das Geld zum Berater und der soll das schon irgendwie anlegen an der Bank und merkt nicht, dass da 3, 4, 5 Jahre, 10, 20 Jahre Kapital einfach vernichtet wird, demnächst, ohne dass sie es wissen. Also ich finde, jemand, der Geld anlegt, der sollte sich schon bewusst machen, dass wir jetzt eben in einen neuen Zyklus kommen. Ja, und ich betrachte ja verschiedene Wellen. Also du hast jetzt die Jahresseasonalität erwähnt, aber auch 25, 26, das sind viel längerer. Man kann ja diese Wellen kombinieren, die Zyklen. Also wir kriegen meines Erachtens jetzt wieder, die Inflation geht gerade runter, die nächste Inflationswelle kommt dann, die zum Beispiel dann Rohstoffwerte bevorzugt. Und wir können dann eben auf diesen übergeordneten Trend der Rohstoffwerte nach oben, auch Gold zum Beispiel, darauf setzen, wie wir in kleineren Wellen zum Beispiel Jahreszyklus berücksichtigen. Ja, man muss ja nicht eine Aktie 5 Jahre halten. Ja, man kann eine Aktie, die zum Beispiel in den ersten 4 Monaten des Jahres saisonal gut läuft, halten und in den nächsten 4 Monaten eine andere Aktie wählen, die saisonal gut läuft und insgesamt auf den übergeordneten Trend setzen, also zum Beispiel Rohstoffwerte bevorzugen. Das kann man gut kombinieren. Ja, das ist vielleicht, das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Ja, also du überlegst dir einfach, was wird die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich steigen. Das ist meines Erachtens der Edelmetallbereich, das ist meines Erachtens der Rohstoffbereich. Und das legst du einfach fest anhand deiner Analyse. Und dann eben, welchen Wert kaufe ich in jeder Phase? Und das lege ich dann mit meinem Tool fest. Mit diesem Seasonex-Tool, das eben Jahreszyklen zum Beispiel analysiert. Auch 4 Jahreszyklen und andere, aber hauptsächlich Jahreszyklen. Bevor wir zu diesem genialen Tool kommen, welche Edelmetalle und Rohstoffe und warum würdest du aus deiner Perspektive empfehlen? Ich würde erstmal die Edelmetalle bevorzugen, in denen historisch gesehen die Sparer ihr Geld vor Inflation und Geldentwertung oder auch vor Bankrotten schützen. Das ist Gold und Silber. Ja, also das. Würdest du mehr auf Silber oder auf Gold gehen? Und warum? Also ich würde beides nehmen. Gold hat für den deutschen Privatanleger den unglaublichen Vorteil, dass die Spanne zwischen An- und Verkauf sehr gering ist und dass der Kursgewinn und die Umsatzsteuer, also das Kursgewinn nach 12 Monaten steuerfrei sind, ist bei Silber auch so, aber bei Gold haben wir auch keine Umsatzsteuer. Ja, also Gold ist sozusagen das traditionellere Geld, da würde ich auf jeden Fall einfach in Standardunzen sicher aufbewahren, das ist ganz wichtig, das vergessen manche Leute, die glauben also, dass man Einbrecher leicht austricksen könne, wenn man das irgendwie in der Schublade hinten versteckt oder so, das ist nicht der Fall. Die sind geschickt, also gut aufbewahren, Standardunzen, da ist die Spanne zwischen Ankauf und Verkauf, wie es heißt, einfach gering. Also wenn jemand jetzt kauft und nach 3 Jahren verkauft, dann verliert er da nicht, weil der Händler einfach zu viel will. Und Silber ist eigentlich spannendere Investment, aber auch teurer. Ja, weil dort die Umsatzsteuer drauf fällt. Also wenn ich heute Silber kaufe und morgen verkaufe, habe ich erstmal über 20% in der Regel verloren. Ja, aber Silber ist historisch gesehen sehr günstig gegenüber Gold. Also kann man auch durchaus Silber kaufen, aber das ist dann eher was für Spezialisten. Das sollte man dann vielleicht in einem Zollfreilager in der Schweiz machen oder so, dass diese Spanne viel kleiner wird und keine Umsatzsteuer anfällt. Also das sind so Erwägungen bei den Edelmetallen. Ja, und ich glaube, du hast auch nach Rohstoffen allgemein gefragt. Genau. Gut, da werde ich einfach in Rohstoffaktien gehen. Also wenn du dir die Ölförderer anschaust zum Beispiel, das hört sich jetzt nicht sehr positiv an in Zeiten des Klimawandels, aber es ist so, dass die einfach sehr günstig bewertet sind und meines Erachtens sehr hohe Dividenden oft zahlen und eben gute Kursaussichten haben. Das würde ich hier zum Beispiel in Erwägung ziehen. Ja. Kommen wir mal zu deinem wunderbaren Tool, was du in die Welt gebracht hast, mit Seasonex, was ja international weltweit genutzt wird, also Menschen, die wirklich Millionen, Milliarden
an Euros machen. Und ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem Freund und dann sagt er zu mir, dass er eine bestimmte, das war Lufthansa-Aktie, gekauft hat, letztes Jahr für, ich glaube, 5,50 Euro. Und dann sage ich, und was ist passiert? Und dann sagt er, ja, ich habe die jetzt noch. Und dann musste ich an dein Tool denken und denke mir, oh mein Gott, hätte er mit deinem Baby gearbeitet, dann hätte er dieses Investment innerhalb von 3-4 Monaten für knapp 12 Euro verkaufen können, hätte fast 100% Gewinn machen können. Und einfach nur, weil er nichts von Saisonalitäten wusste, ja, dass zum Beispiel, wir haben mit dir zahlreiche, ich habe mit dir auch persönlich gearbeitet, Aktien von Bitcoin, Rohstoffe, wann steigt Gold, wann sinkt Gold, in welchen Monaten, ja, eine Bayer-Aktie, die hat einen ganz anderen Monat, wo sie maximal performt hat, im durchschnittlich über die letzten 10, 20 Jahre, im Vergleich zu einer Lufthansa-Aktie oder einer Deutschen Bank. Und was viele Menschen einfach nicht wissen, ist, dass sie einfach blind kaufen und dann tun die richtigen Dinge zum falschen Zeitpunkt trotzdem sehr, sehr weh. Und ich habe mit deinem Tool auch unter anderem Saisonalität für 2-3 Aktien für mich herausgefunden und habe dort eine irrsinnige Rendite zwischen 20-35% innerhalb von 2-3 Monaten, weil ich einfach wusste, das ist der Zeitpunkt. Und zusätzlich, was Saisonax auch anbietet, es gibt ja die Möglichkeit, Events zu sehen. Also all die Aktien, die jetzt ab jetzt, egal wo du jetzt gerade dich befindest, März, September oder November, die ab jetzigem Zeitpunkt in den letzten 10, 20, 30 Jahren die beste Phase haben, dass sie jetzt steigen. Und das ist dieses Tool, was für mich einfach das Investment unbezahlbar macht, weil du mit dem, was zu Beginn gesagt habe, Warren Buffett sagte, wir können schlecht schätzen, wann ein Wert steigt oder sinkt, quasi genau dem widersprichst und den großen Investor Warren Buffett ein bisschen widerlegst, weil du einfach auf die Geschichte zurückblickst und sagst, ich lerne aus der Geschichte und handle in der Gegenwart. Und das ist das, was Milliardäre und gigantische Investmentfonds alle tun, die überlassen Investments nicht dem Zufall. Und mit diesem Baby, mit diesem Tool Saisonax, hast du jetzt etwas in die Welt gebracht, was Privatanleger für sich nutzen kann, für relativ kleines, günstiges Geld im Vergleich zu dem, was da innerhalb der kürzesten Zeit möglich ist, an Rendite zu erwirtschaften und nicht ein Jahr lang zu hoffen, zu warten und dann total genervt oder gereizt dann nach 12 Monaten zu verkaufen mit dem gleichen Ergebnis, wie du von einem Jahr eingestiegen bist. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was die Vorteile von Saisonax sind? Also erstmal die Vorteile von Saisonalität. Ich hatte ja schon erwähnt, dass beim DAX zum Beispiel das Sommerhalbjahr praktisch gar nicht performt hat und das Winterhalbjahr, also das bis Mai, deswegen Sellman Curve, praktisch den gesamten Ertrag auf sich gezogen hat. Und das Spannende ist jetzt, dass das auch für Rohstoffe und für einzelne Aktien gilt. Also wir haben zum Beispiel ich nehme jetzt mal die Microsoft-Aktie, weil das ein aktuelles Beispiel ist. Microsoft berichtet, wie alle Unternehmen in den USA, 4-mal im Jahr, wie viel Geld das Unternehmen verdient hat. Und aus irgendwelchen mir nicht bekannten betriebsinternen Gründen ist es so, dass wenn der Bericht im Oktober rauskommt, der überdurchschnittlich besser ist oder war in den vergangenen 25 Jahren als das, was die Analysten erwartet haben. Und dann steigt die Aktie in so einem Zeitraum von gut einem Monat um diesen Bericht, also mit Anfang mit diesem Bericht von Oktober bis November. Und genau das haben wir dieses Jahr auch gesehen. Also Microsoft hat wieder deutlich bessere Zahlen geliefert als erwartet. Und das ist nur in diesem vierten Quartal der Fall, in den anderen drei nicht, das habe ich untersucht. Also ergibt es Sinn, Microsoft in diesem 1,5-Monats-Zeitraum zu halten und die restlichen 10,5 Monate braucht man die Aktie im Mittel der vergangenen 25 Jahre nicht zu halten, weil da hat sie praktisch keinen Gewinn erzielt. Und das ist die gesamte Idee. Ja? Und die Idee ist deswegen brillant, weil du ja die anderen 10,5 Monate nicht investiert bist und nicht irgendwie in Gazastreifen oder Ukraine-Krieg aus dem Nichts bricht oder irgendwie ne, ein Flugzeug abgestürzt ist und du hast gerade Lufthansa gekauft, sondern du bist die anderen 10,5 Monate zumindest nicht in diese Aktie investiert, sondern du kannst dein Geld maximal profitabel für sehr kurze Zeit, weil du genau weißt, wann ist die Wahrscheinlichkeit so viel höher. Also ihr habt ja auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung dort mit reingepackt. Also ich bin ein großer Fan von diesem Tool. Ich glaube, unsere Zuschauer merken das schon, weil das ist so brutal, weil das ist das, was die Hedgefondsmanager, also die vermögendsten Menschen, die das Geld in allen Lagen verdienen, alle nutzen. Die lassen da nichts zum Zufall. Und Saisonalität, sagtest du ja auch, ist einer der größten Treiber.
die diesen Menschen bewusst ist, aber vielen Privatanlegern, selbst wenn die ein paar Millionen anlegen, überhaupt nicht bewusst ist. Wie stark ist da die prozentuelle Wahrscheinlichkeit? Also mal angenommen, jemand guckt sich jetzt April 2024 mit deinem Tool an, was sind jetzt die besten Aktien, die jetzt in diesem Moment in den nächsten 4, 5, 6 Wochen steigen werden. Da gibt es ja eine Trefferquote sogar über die letzten 10, 20 Jahre. Richtig? Also du kannst einfach das Tool nehmen und zum Beispiel einen Sektor nehmen oder auch im gesamten US-Markt oder im gesamten deutschen Markt und dir dann die Werte sozusagen anzeigen lassen, die in den kommenden, das kann man auch einstellen, 1, 2, 3 Monaten oder so, saisonal am aussichtsreichsten sind. Und da würde eben im Oktober praktisch Microsoft ganz oben aufpoppen und jetzt übrigens das schon erwähnte Gold und Silber vor allen Dingen, auch Minenaktien. Ja, und zwar ganz einfach, weil diese Rohstoffe nach dem Jahreswechsel, also um den Jahreswechsel bis etwa 2 Monate danach, sehr stark steigen und damit auch die Aktien, die das fördern. Ja, also die Unternehmen tun sozusagen, haben ihre Jahresbilanz hinter sich, machen dann die Orders und das machen sie in den ersten Wochen des Jahres. Auch das, die haben quasi ihre Planung fertig. Und so gibt es für viele Aktien zu jedem Zeitpunkt einfach eine gute saisonale Phase oder umgekehrt, das ist, muss man so sagen, zu jedem Zeitpunkt gibt es Aktien oder Rohstoffe, die ihre gute saisonale Phase vor sich haben. So muss man es formulieren. Und das kann man sehr leicht ausnutzen. Das ist der Vorteil. Man muss also hier nicht umständlich Bilanzen lesen oder umständliche technische Analysen machen mit Mathematik und Zahlen und so. Das geht. Die werden angezeigt, die Statistiken. Aber man kann es eben auch sehr leicht machen. Das sind 2 Mausklicks. Das habe ich extra so konzipiert, damit es der User wirklich sehr, sehr leicht hat. Und das ist auch jetzt kein Schmur oder so, den ich mir ausgedacht habe übrigens, sondern es gibt eine akademische Studie der Universität von Rotterdam. Die haben also 6 Handelsstrategien verglichen über mehr als 200 Jahre Kurshistorien. Und da war Saisonalität eben auf den ganz oben dabei. Ja, und andere ganz populäre wie Value oder so nicht. Ja, das ist also meines Erachtens auch eine wichtige Information. Es ist eben leicht umzusetzen und erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten Ertrag macht. Was ich an diesem Tool auch so herausragend finde, ist, es ist so leicht übersichtlich. Also es ist wirklich, das würde mein kleiner Sohn mit 4 Jahren schon verstehen können. Das sind wenige Klicks. Du suchst ja den Wert aus, egal ob das der Bitcoin ist, Goldpreis oder eine bestimmte Aktie oder ein bestimmter Indexfonds wie DAX oder Dow Jones. Und dann siehst du genau die Verläufe der letzten 10, 5, 20, je nachdem, was du möchtest. Du siehst die stärksten Wochen, Tage, Monate, alles prozentuell gesehen, wie viel Wahrscheinlichkeit das ist, dass es jetzt genau so passiert. Und was ich jetzt total faszinierend finde an dem Tool ist, ihr habt auch Events reingeplant, so Sachen wie, wenn Bitcoin jetzt gerade kurz vor einem bestimmten Event steht, wie entwickelt sich, also was weiß ich, wenn wir jetzt wieder die Lufthansa-Aktie nehmen, was passiert 2 Tage bevor die Quartalszahlen, die 4-mal im Jahr präsentiert werden, bei einer Lufthansa-Aktie 1, 2 Tage zuvor und 1, 2 Tage danach? Und das mit einer statistisch so hohen Signifikanz, dass du einfach weißt, wenn jetzt wieder mal Geld wegbringen möchtest, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt vor einem bestimmten Quartalszahlen 2 Tage zuvor bei einem bestimmten Unternehmen, was dich eh interessiert, wie sich da die Börsenverläufe 1, 2, 3 Tage zuvor entwickeln, und schon da kannst du 5-10% machen und hast dein Geld von 365 Tagen, 360 Tage bei dir, ohne investiert zu sein, ohne Angst zu haben, dass da gleich wieder in der Welt irgendwas Geopolitisches passiert und dein Geld dann irgendwie 30% dann abschmiert, wie bei Corona, Covid, wo dann plötzlich wieder ruckzuck gefallen sind und viele dann in Angst verharren mussten. Dimitri, unsere Zeit ist so gut wie rum. Könntest du noch vielleicht 2, 3 Sätze zu den Events sagen? Also ihr habt ja sogar so verrückte Sachen gemacht, wie was passiert an der Börse in den Jahren, wenn Präsident in den Vereinigten Staaten gewählt wird? Also was gibt es da für Events und groben Überblick vielleicht noch in 2, 3 Sätzen? Also ich empfehle erstmal jedem, der anfängt sozusagen, einfach anzufangen. Das ist die Jahressaisonalität, weil es wirklich mit wenigen Mausklicks gibt und weil es mit Aktien und Rohstoffen so viel Investmentmöglichkeiten gibt, dass jeder mit sozusagen wenig Zeit, die er investiert und ohne sich da intensiv einzuarbeiten in die Materie, hier
seine Ertragswahrscheinlichkeit erhöhen und auch sein Risiko reduzieren kann. Und wer dann Gefallen findet, kann eben weitergehen. Er kann zum Beispiel einen Vierjahreszyklus nehmen. Da hatten wir jetzt das Vorwahljahr. Das Vorwahljahr in den USA ist typischerweise in der ersten Hälfte fest, in der zweiten seitwärts. Sieht fast so aus, als wäre es dieses Jahr auch so gewesen. Ja, oder er kann Events untersuchen, was passiert um den Monatswechsel, was passiert, wenn irgendwelche Quartalsenden sind, was passiert, wenn Arbeitsmarktzahlen kommen, was passiert, wenn Sonnenfinsternis ist. Das haben wir, glaube ich, auch eingestellt. Alles Mögliche. Und das sind so Sachen, wer sich gern damit befasst, der kann sich da einfach weiterentwickeln. Es ist aber nicht nötig. Es geht auch wirklich einfach und schnell. Und das, was du gesagt hast, ist übrigens auch ein Lob an unsere Programmierer, die die App auch wirklich sehr, sehr gut gestaltet haben, dass es wirklich Spaß macht, sie zu bedienen. Also ich habe es gesehen, habe gedacht, so, das ist ja für Frauen gemacht, weil das ist ästhetisch wahnsinnig schön, ja, und leicht verständlich, und das würde wirklich ein Sechsjähriger begreifen können, weil es einfach Usability hat, sehr, sehr große, und ihr habt es international auch, das Tool, jetzt mittlerweile rausgebracht, ne, und das wird auch weltweit genutzt. Von den führenden Hedgefondsmanagern bis Menschen, die privat in Australien Geld anlegen wollen. Großes Kompliment an dich. Unsere Zeit ist rum. Ich habe dich vorher allerdings gebeten, weil ich selber dieses Tool liebe und nutze. Für diejenigen, die sagen, ich habe Geld zu Hause und ich kann mir alles leisten, aber nicht dieses Geld irgendwo wegzubringen oder irgendwelchen Bankberatern anzuvertrauen, sondern dein Geld selbst in die Hand nimmst. Weil um Gesundheit darf sich auch jeder kümmern, um seine Beziehung auch. Aber beim Geld schiebst die Menschen irgendwie weiter und sagen, mach du. Und arbeiten dafür Jahre, Jahrzehnte und übergeben das irgendeinem Berater, der seine Interessen hat, aber nicht ihre eigenen. Und als ich angefangen habe, mit meinem Geld auseinanderzusetzen, war Saisonalität, also dein Tool, eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt, um wirklich Geld klug zu vermehren, und habe damit jetzt in den letzten 2-3 Jahren riesige Erfolge gesammelt. Also vielen Dank jetzt schon dafür. Es gibt eine Probemöglichkeit für unsere Menschen, für die, die das eintauchen wollen würden. Und ich glaube, die Probezeit, Dauer, Dimitri? 30 jetzt, Tage. 30 Tage, also sensationell, Freunde. Ihr könnt euch da umgucken, euch umschauen. Und für diejenigen, die sagen, das würde ich auch gerne übers Jahr nutzen, die kriegen auch von uns zusätzlich 20%. Den Link packen wir euch außerhalb in die Shownotes. Einfach anklicken, dir das Tool anschauen. 30 Tage testen, kostet keinen einzigen Cent. Und solltest du dich dafür, wie ich, entscheiden, es zu nutzen und deine Haushaltskasse massiv anzuheben, damit du die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt kaufst, so bekommst du zusätzlich 20%. Den Link findet ihr außerhalb. Lieber Dimitri, von ganzem Herzen danke für deine Zeit, für dein Wissen und vor allem das, was du da in diese Welt gebracht hast, weil das ist ein Tool, was Milliardäre da draußen und die Reichsten aller Reichsten anwenden und was jetzt auch endlich für Privatanleger möglich ist. Dankeschön. Ich danke auch. Vielen lieben Dank. Lass mich wissen, wie dir die neueste Folge in den Kommentaren gefallen hat. Und wenn du Lust hast, mal richtig durchzustarten, so bekommst du einen gratis Online-Kurs im Wert von 200 Euro zu meinem Spiegel-Bestseller Platz 1 Buch Soul Master on top mit dazu. Einfach hier klicken und holen.